Hallo, liebe Leute. Hi. Schatzi und ich sind heute bei Schatzi. Ja. Nee, das ist eine komische Aussage. Schatzi, bei uns ist noch Schatzi. Man kann mich gar nicht hier richtig sehen, Hase. Ich sitze hier irgendwie so ein bisschen zu groß für deinen Tisch. Tja, Hasi. Ja, also müsst ihr entschuldigen, müsst ihr so hinnehmen, dass das so ist. Wir haben das Spiel am Wochenende. Da spielen wir ja gegen Dortmund. Jetzt habe ich mal so clever, wie ich bin. Bei der Deichstube geklaut. Da läuft jetzt die Time ab. Also, wo wir es gerade aufnehmen, haben wir noch einen Tag Zeit. Ja. Ja, damit man mal sieht, wann wir eigentlich aufnehmen. Ein Tag, 8 Stunden und 49 Minuten. Und? 19 Sekunden. Ja. So. Und jetzt sind wir hier einfach mal auf der Deichstubenseite mal gelandet. Ich habe nämlich hier versucht, bei der PK von Dortmund, ich hoffe, das sieht man, Highlights herauszuschreiben. Aber die haben sich mal wieder mit sich selber beschäftigt. Die ganze PK eigentlich für den Anus. Also aus Werders Sicht kannst du da nicht viel mitnehmen. Das Einzige, was ich da jetzt herausgefunden habe, ist, dass der Sepala noch krank ist. Ja. So, und ganz am Ende der PK hat, im kleinen Satz, hat der Terzic, der Trainer, wer das Defensivarbeit gelobt, gerade gegen München und Leipzig haben das richtig gut gemacht. Jetzt hatten wir ja diese vielen Ausfälle und deswegen waren wir hinten ja wieder ein bisschen anfälliger. Nicht wirklich eingespielt da hinten. So, mehr gab es da nicht, was du da herausziehen konntest. Das ist komplett wieder im Hinspiel gewesen, so eine Selbstbeschäftigung gewesen, dass du eigentlich erst zu den Werder-Sachen kommen kannst. Ja. Also, die werden in voller Mannschaftsstärke, wenn die auftreten. Füllkrug wird seine Verabschiedung kriegen im Stadion. Kurz vorher machen sie das. Dann hat der Christian Groß das Video, hatten wir uns angeguckt, Hase. Der hat sich ja schon von den Fans jetzt schon verabschiedet. Er sagte, bevor das hintenrum kommt, macht er es selber. Er möchte Karriereende machen bei Werder. Ich denke mal, die werden noch einen Anschluss irgendwas mit ihm machen, dass er irgendwie einen Anschlussvertrag kriegt, wenn er das haben möchte. Ist ja ein lieber netter, feiner Kerl. Ja, und da hat Ole Werner gesagt, er lobt den Christian Kroos jetzt für die ganze Zeit, wo er bei Werder ist, seit er jetzt Trainer ist. In der zweiten Liga hätte er es richtig gut gemacht. Da hat er mal das Spiel gegen Osnabrück sehr stark herausgeholt, wo er sagt, das war ein richtig starkes Bombenspiel. Das hatte noch so eine Erinnerung, das war so ein Spiel in der zweiten Liga. Und das ist das, was wir ja auch schon gesagt haben. Es ist ein richtig guter Abwehrspieler für die zweite Liga. Für Ja. die Bundesliga war das oben so ein bisschen sehr haarig. Knirschend. Man war nachher froh, wenn man gar keinen mehr hatte, dass er denn da war. Keine Frage. Aber das ist eher so ein Spieler für die zweite Liga, das muss man ganz klar sagen. Der hat durch sein Alter und sowas auch sein Defizit. Der hat natürlich Spielerfahrung, keine Frage mit seinen 35. Der hat auch so ein bisschen Spielintelligenz, das sieht man alles, aber der ist zu langsam. Der Ja. kriegt diese Power nicht auf den Platz. Wenn der Gegner ihn übertölpelt hat, dann kommt er nicht mehr mit dem Arsch hinterher. Und heute in der Bundesliga ist das heute auch alles schneller geworden. Wir spielen ja aktuell noch dieses 3-5-2. Und man munkelt ja jetzt, da kommen wir nachher noch zu, wer da, wenn ich schon wieder einen neuen Spieler verpflichten habe, dass Ole Werner hat, der früher wohl bei Holstein Kiel war, ja auch ein anderes Spielsystem bevorzugt, dass die wohl wechseln wollen. Wir haben das ja schon einmal kurz angedeutet gesehen gehabt, damals das Spiel gegen Leipzig, da haben die ja anders gespielt, viel offensiver, mehr über die Außenflügelzangen. Und sollte der Erin Dingsi jetzt zurückkommen, dann hätten wir mit Justin auf der rechten Seite und Erin Dingsi quasi auf der linken Seite eine Flügelzange, wo wir vorne ja noch einen guten Stürmer brauchen. Und da suchen die aktuell, weil das Gerücht ist nämlich da, dass dein Dutschi wahrscheinlich Füllkrug folgt. Nach Dortmund. Nö. Also, der ist ja sehr kritisiert worden. Wir haben ihn ja persönlich getroffen. Ich meine, Hut ab, dass er ja echt noch von Zeit hatte. Ne? Ja. Es ist ein lieber netter Kerl. Ich glaube, der ist einfach um seine Emotionen den einen Tag nur so ein bisschen über, das Wochenende einfach nur so ein bisschen übergeschossen. Ne? Es ist ein Spieler, der spielt um einen anderen Spieler herum, so wie es damals Füllkrug war. Und die beiden als Team funktionieren super. Und Anführungszeichen, wenn du wollte mal, der genauso gleich spielt wie Dutschi. Vom Spielsystem spielt der gleich. Die beide vorne als Stürmer bringst, dann ergänzen die sich nicht wirklich. Nö. Nee.
Das ist so ungefähr, wenn du Auto fährst und beide können nur mal nach rechts abbiegen oder nach links. Du brauchst ja einer, der rechts rumfahren kann, und du brauchst einen, der links rumfahren kann. So. Ja. Aber beide können theoretisch nur in eine Richtung. Dann ist das sehr doof. Und das hat eigentlich, das ist ein Ole-Werner-Denk gewesen. So, Justin war angeschlagen, gut, keine Frage. Den hat er ja auch gebracht, aber später. Gut, keine Frage. Dann halt dann vorne noch im Sturm. Dann habe ich noch den Konatzki. Dann hätte ich den mit ihm spielen lassen müssen. Also gegen Darmstadt, ich glaube, wenn er mehr Spielminuten gekriegt hätte, der hatte kurz vorm Ende noch so eine riesen dicke Chance gehabt. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ja. Und der kommt so ein bisschen bei Werder aktuell ganz schlecht weg. Boré ist jetzt auch weg. Endgültig. Also ist er quasi jetzt wieder am Platz aufgerückt. Der kommt so ein bisschen schlecht weg. Der hatte so eine super Vorbereitung gehabt. Und seitdem ist er aus dem Radar verschwunden bei Ole Werner. So, und ich hätte das besser gefunden. Da hätte man sich vor Dutschi oder vor Woltemade entscheiden müssen. Und dann hättest du vorne den Kunaski da bringen müssen. Also ich plädiere jetzt mal so ein bisschen für mehr Spielminuten für den Jungen. Ja, krank fallen wohl aus. Der Friedel ist immer noch verletzt. Okay. Der Amos Pieper ist immer noch verletzt. Die sind aber alle am Training für sich alleine, dass sie im Aufbautraining drin sind. Und der Zadelin, den sagt mir gar nichts. Das muss einer hochgezogen sein aus der U23 oder irgendwas. Jedenfalls ist der auch nicht da. Aber Ole Werner im Interview sagt quasi, sieht es positiv, dass die Reihen der Spieler sich langsam wieder schließen, dass sie voller werden. Somit hat er wieder die Qual der Wahl, wie jede Woche denn. Die Spieler stellen sich nicht mehr von alleine auf. Sie müssen jetzt untereinander in einen Wettbewerb treten Oha. und sich beweisen. Und gerade für den Endspurt der Saison seht ihr das als sehr notwendige Qualität, die ein Kader einfach haben muss. Und was er immer kritisiert hat, dass der Kader zu dünne ist. Dass er das immer nicht hat. Also die Mannschaft hat sich ganz von alleine aufgestellt. Das ist auch wieder so ein Dortmund-Denk, das ist genauso wie Leipzig damals. Die Werder jetzt wieder unterschätzen. Die denken, die spielen in einem 3-5-2, die spielen immer gleich. Warum soll ich mich darauf vorbereiten? Denselben Fehler, den Leipzig damals gemacht hat im Hinrundenspiel, was Dortmund ja auch gemacht hat im Hinrundenspiel als. So, das kann, wenn Werder da jetzt klug denkt und anders spielen sollte, wie damals gegen Leipzig, Dortmunds riesengroße Achillessehne sein. Warum sagt man das Achillessehne als Wort, dass ich dich quasi tödlich verwunden kann? Weißt du, wo das herkommt? Nein. Das kommt aus Griechenland. Okay. Da gab es mal einen Kämpfer, der eigentlich so Gotteskraft hatte, so sagt man ihn nach, und der war nur verwundbar an der Achillessehne. Deswegen heißt die Achillessehne Achillessehne vom griechischen Gott Axil. Ah. Und weißt du, warum er überall nicht zu verwunden war und nur da tödlich? Also von der griechischen Sagenwelt, warum das so ist? Nein. Weil seine Mama bei der Taufe quasi ihn da festgehalten hat. Und deswegen kam da kein Wasser hin. Was? Da müssen wir mal den Kampf um Troja uns mal angucken oder sowas. Oder Troja, den Film. Ein ganz guter Film, kann ich nur wärmstens empfehlen. Da sieht man das mal so ein bisschen. Ich bringe den Film mal mit, dann gucken wir uns den mal zusammen an. Haben sie echt toll gemacht. Also, weißt du, trojanisches Pferd ist ja beim Begriff. Ja. Okay. So. Das ist diese griechische Sagenwelt. Ne? Ob das alles so bei richtig gelaufen ist, das weiß man heute nicht mehr. Die haben damals viele Geschichten erfunden, weil die sich ja, aufschreiben, nicht so wirklich mächtig waren, die Leute. Und dann haben die sich Geschichten erzählt, abends am Lagerfeuer oder irgendwas, um Botschaften teilweise auch zu transportieren. Ne? Kommen wir mal zurück zu Werder, ich schwank schon wieder ab. Also, Christian Groß, sein Karriereende. Ole sieht es aber positiv. Er wird sich die letzten 10 Spieltage richtig reinhängen, wie er es immer gemacht hat. Er hat ihn ordentlich gelobt. Er ist ein Führungsspieler, ein Mehrwertspieler gewesen in der ganzen Zeit. Er ist immer vorweggegangen, wenn irgendwelche Probleme waren in der Mannschaft, beziehungsweise in der Kabine. Das sind ja so alles Sachen, dass wir nicht so gesehen haben. Das ist Ja. das Gleiche, wo Ole Werner nochmal ganz klar gesagt hat, er sieht das Training, er sieht die Spiele, er sieht, wie die privat miteinander umgehen, er sieht, wie es in der Kabine ist, alles, was wir nicht sehen.
Und er hat nochmal auf die Kritik von Marvin Dutsch quasi auch nochmal gesagt gehabt, dass er sich von den Fans da auch nicht reinreden lässt. Er sieht das alles und es gibt immer wieder Gründe oder am Wochenende, warum der Marvin Dutsch spielen sollte. Das sind Sachen, die wir alle angeblich nicht sehen können. Und er spricht sich ganz klar für Marvin Dutsch aus. Problem daran ist, Wolter Mahler spielt auf derselben Position. Problem daran ist, der Vertrag läuft aus. Das ist aktuell ein Riesentalent, was wir haben. Und andere Clubs buhlen richtig um den. Und das ist ein ähnlicher Spieler, wie Marvin Dutsch. Du musst auch irgendwie den bei Laune halten, dass der bei Werder verlängert. Ja. Und das sind jetzt aktuell, ich muss das jetzt glaube ich lügen, das bald Zetti, der Vertrag läuft auch aus. Ich meine, das sind so bald 6 Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Weiser läuft aus. Wir hatten das ja schon mal, das Video. So, und also da hat Clemens Fritz aktuell riesen Baustellen, was er jetzt zumachen muss, wo er sich jetzt beweisen auch kann. Er muss diese Spieler, die wir jetzt für die Zukunft brauchen, alle halten können. Dem Mazzetti wird verlängern, wenn das geldlich irgendwie passt, dann wird er natürlich verlängern. Der steht jetzt aktuell bei uns im Tor, macht die Sache richtig gut, der wird bleiben. Aber so ein Wolter Mahle, wenn der woanders Möglichkeiten und Kohle kriegen würde, genau wie der Erin Dingschi, der hat theoretisch für Werder, haben sie ihn damals eine Ablösesumme reingeschrieben für 5 Millionen. Damals, wo Werder ihn abgegeben hatte, war er ja nicht wirklich bei uns gesetzt oder gut. Da war das so ein typischer Spieler, den man ausgeliehen hat, wo man nicht wusste, wo die Reise hingeht. Der immer sehr schnell und flink war, aber nie getroffen hatte, großartig. Und er wird in Heidenheim aber ganz anders eingesetzt. Der wird gar nicht als Stürmer eingesetzt. Der wird spielt im rechten Mittelfeld und läuft quasi so schnell nach vorne, dass er wie ein Stürmer agieren kann und dann Tore schießt. Ja. Der nutzt diesen Schwung aus, weil er aus dem Mittelfeld kommt. So, und das wird, glaube ich, eine richtig tolle Flügelzange, wenn der doch bleiben sollte und nicht für 5 Millionen wechselt. Weil Heidenheim hat wohl angeblich schon hinterlegt haben, dass sie ihn für 5 Millionen transfergerecht verpflichten möchten. Das heißt, die Entscheidung liegt jetzt gar nicht mehr bei Werder. Die Ja. Entscheidung hat der Spieler selber. So, Ole Werner hat dann auch ein bisschen was zu Dortmund erzählt. Er sagt, da kommt eine Top-Mannschaft mit Top-Qualität, mit brutaler Offensivdrang und Power, ist sehr torgefährlich und lebt vom starken Gegenpressing. Kommt sowohl sehr stark über die Flanken, das wissen wir ja, die rennen uns ja bei den Tod, aber stehen auch kompakt eigentlich in dem Mittelfeld. Anfällig sind die so ein bisschen aber in der Defensive, weil sie so offensiv spielen, können sie hinten nicht so viel decken. Das haben wir ja auch später, wenn wir jetzt mal runtergehen. Ich will ja nicht mal dauernd die Uhr hier laufen lassen. Machen wir dann deine Maushase. Okay. Da kommt was, siehst du, wir gehen mal ein bisschen runter. Ich hab's nämlich, da ist das Thema Wolter Mahle, ne? Das sind immer so Plusartikel, wenn ich die jetzt aufmache, dann musst du dafür bezahlen. Da kommt nicht wirklich viel. Wir können da mal raufklicken, spaßes halber. Da Jessica mal so einen tollen Rechner hatte, 1000 Jahre braucht. Doch. Nick Wolter Mahle liegen gleich mehrere Angebote vor. Wer das Angreifer ist, europaweit gefragt. So, den Jungen müsste man das jetzt ein bisschen schmackhaft machen. Bleibt er oder geht er? Der Vertrag von Wolter Mahle bei SV Werder Bremen läuft am Saisonende aus. Dem Stürmer liegen nach Informationen der Deichstube 5 konkrete Angebote aus den internationalen und ausländischen Vereinen vor. So, müsste man das hier bezahlen? Das tun wir natürlich nicht, weil ich das blödsinnig finde, sowas. Alten von früher war nicht mein Hase. So, hier können wir nämlich auch mal sehen. Guck mal, Dortmund steht auf Platz 4. Hört damit auf. Hey, ich mach doch gar nichts. 44 Punkte haben die und Platz 8 sind wir. Wir haben 30 Punkte in der Tabelle. Ne? Das ist das, was ich jetzt gerade vorlesen wollte. Mit Mut, Entschlossenheit, Fans und Flutlicht, wir werden den DVB zu Hause schlagen. So, Werder will quasi den Gegner mutig angehen, Zielstrebigkeit und versuchen, die Power rauszunehmen aus dem Spiel, diese Wucht, die Dortmund entfesseln kann und möchte ihre Grundtugenden auf den Platz bringen. Dennoch müssen sie bei sich bleiben, treu bleiben und er setzt voll auf Marvin Dutsch, dass das gelingt. So, und ich wollte aber zeigen, hier, da kann man auch sehen, dass quasi Veljkovic, Keita und Stark wieder dabei sind.
Dann gab es nochmal ein Interview mit Füllkrug, dass er quasi die Kritik aktuell nicht versteht. Wurde zum Beispiel genannt wegen Marvin Dutsch, dass er damals ein gehypter Held war beim Aufstieg und sowas und viele Tore schon gemacht hatte. Und dass man ihn oft in Spielen nicht sieht, was ich immer sage, der ist immer unsichtbar und zack, Ja. bums, dann ist er da. Und schießt dann seine Tore. Dass er einfach so ist. Und du kannst einen Menschen, wie er Fußball spielt oder seinen Charakter ja nicht ändern. Den hat man ja so haben wollen und gekauft. Und ihn Ja. deswegen jetzt zu kritisieren, das versteht er jetzt nicht. So. Es ist aber, wie gesagt, da war früh gut dabei, das war ein Zielspieler, und den hat er dann angespielt und die haben sich gut ergänzt. Und diese Ergänzung, die ist jetzt vorne nicht mehr so wirklich da. Das war so ein bisschen klar, dass man Füllkrug abgegeben hat. Er hat der Mannschaft sehr viel Halt gegeben von baldigem Karriereende. Lobt auch Coach Werner die Qualität von Groß, ne? So, hier ist das Thema nochmal. Heinheim, Boss bestätigt Interesse an Kauf von Dingschi. Aber wie es weitergeht, entscheidet Werder und Ehren zusammen. So, dann haben wir hier noch ein Transfergerücht. Und das habe ich nämlich hier rausgearbeitet. Wenn man jetzt darauf geht. Schupp, es ist, ne? Friedel und Piper haben wir ja gesagt gehabt. So. Das sind sonst alle Männer. Hier den Rocco Simic, 20 Jahre alt, Mittelfeldstürmer, ist 10 Millionen Mark, wenn die Weser denn ihn haben möchte. Da ist so die Frage: Für 10 Millionen, gibt Werder für den 10 Millionen aus? Klicken wir mal drauf, was sehen wir denn auf den? Wir sehen immer Werbung. Wenigstens spielt er schon quasi erste Liga, das ist schon mal wichtig. Der ist 1,90 groß, ist 20 Jahre alt, ist Italiener und hat aber auch die Staatsangehörigkeit für Kroatien. Hat 20 Länderspiele gemacht und 8 Tore geschossen. Hat die U21 macht da. So. Hat 20 Spiele gemacht, keine gelben Karten, keine roten Karten. Hat 4 Tore gemacht, keine Vorlage. Hat 52% Startfeldquote gehabt und 49 Minuten Spielminuten gehabt. 9% Torbeteiligung. Und ist eigentlich nur ein Zielspieler, also ein typischer Füllkrug. Ja. Weil. So wie die Transfers aktuell laufen, wird Werder wahrscheinlich eher das Spielsystem ändern wollen. Also quasi so wie Leipzig spielt. Findest du hier gleich ein? Nein. Du wirkst so desinteressiert, Jessica. Sollen wir Was? den Kanal schließen für immer? Nein. Aufhören? Nein. Ich meine ja nur mal. Naja, alles Du wirkst in den gut. Videos in letzter Zeit immer so desinteressiert. Nein. Sag nicht mir das, sag den Leuten das. Alles gut. Wir waren ja auch im Stadion gewesen. Zwei, dreimal waschen. Angeblich ein Werder-Produkt, was taugen soll. Ja, geht Kannst raus. in die Tonne treten. Geht die Farbe raus. Aber nur bei dem Ist ja Vor- und dem Weg. egal. Du kaufst bei Werder Bremen ein Markenprodukt. Du kaufst eins, was richtig teuer ist, um den Verein zu unterstützen. Dann erwartet man Qualität. Guck mal, wie das aussieht. Drei, viermal gewaschen. Nach Anleitung. Obwohl, dass das in ist. So. Warum sieht der Pulli jetzt schon so aus? Weiß ich nicht. Ja, normalerweise müsste man da hingehen und denen das um die Ohren hauen. Dass sie so ein Deiner Bild. nicht. Ja, Kunststück. Wann habe ich den jetzt in letzter Zeit getragen? Nie. Ja, für die Videos habe ich den getragen. Einmal, vielleicht Da sehe ich zwei. so fett drin aus. Na und? Das heißt dummer Hund. Nein, nicht dummer Hund. So, ja, das ist dein PC, mein Hase. Der spielt dann verpflichtend. Schwierig, wenn er mit Dutschi klarkommt. Ja, weißt du, Dutschi wird nach Nein, Dortmund wechseln. Dutschi Der nicht nach wird Dortmund. hinterhergehen. Nein, Und ich nein, sehe nein, auch, dass du nein. den Terelsch entlassen, weil der gar nicht den Erfolg bringt. Okay. Ich sehe bei Dortmund genauso, also da ist ja diese Analyse da nach Pikan nicht wirklich gekommen, da mal so ein bisschen drüber lästern. Ich glaube wirklich, dass sie den Trainer wechseln werden in Dortmund. Der wird vielleicht mit Danke, aber tschüss, wird das gehen, weil der den Erfolg nicht bringt und die müssen oben wieder anschließen, weil die eine viel zu teure Mannschaft haben und die müssen international spielen und die wollen Meister werden. Ja, Meister Und werden die dies ja nicht. nur weil der aus einem eigenen Verein kommt und nur weil der lieb und nett ist, kannst du den nicht auf den Trainerposten lassen? Red mal mit den Nein. Dortmund-Fans, wie die das sagen. Die sagen sich, der kann gerne wieder in die zweite Reihe zurück, aber wir wollen einen anderen Trainer.
Wir können mal spaßeshalber, unsere Mannschaft kennen wir ja zum Großen und Ganzen, wir können mal spaßeshalber, wir haben jetzt einen Marktwert von 86,7 Millionen, das schwankt immer so ein bisschen. Wir können mal spaßeshalber auch die Dortmunder nochmal googeln. Machen wir ein bisschen Schleichwerbung hier mit, so. So, das ist dann Dortmund. Also, ein Marktwert von 464,9 Millionen. Da will ich gar Ja. nicht wissen, wie viel Gehalt die zahlen. So, die können sich das doch nicht erlauben, nicht unter den ersten drei zu sein, beziehungsweise nicht Meister werden zu wollen. So, und wenn das ein Trainer auf gut Deutsch nicht passt, hier siehst du auch nochmal, was du kriegen würdest, wenn du auf Dortmund tippst oder auf Bremen tippst. Das müssen wir auch mal spaßeshalber machen. Das würde mich auch mal reizen, einfach mal zu tippen. Da müssen wir aber gewinnen, das ist unser Geld weg. Ja, gut, unsere Tipps liegen ja. Obwohl, ich hatte ja gegen Hoffenheim ja erst das 2-1. Ich habe mich ja von Marvin Dutsch da überreden lassen, er will angeblich zwei Tore schießen. Ich hatte ein 2-1 gehabt. Was Guck tippst mal. du denn jetzt? Ja, haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Was Nein. tippe ich denn? Hat Verneven was gesagt, was er wieder tippt? Nein, noch nicht. Okay, der bockt ja eh momentan ein bisschen rum. Ja, das weiß ich nicht. Ich finde das schwierig. Also sagen wir es mal so, ich wäre mit Unentschieden zufrieden. Ja, 2-2 oder 1-1. Dann tippe ich ein 1-1. Okay. Und du? Wow, schwierig. 2-1. Für Dortmund. Nein, für Werder. Okay. Gut. Dann muss ich für den Lebenstipp halt drunter schreiben, aber das jetzt nicht wissen. Ja, der gute Guck mal, Thomas ihr Tuchel. Transfermarkt sagt auch noch, dass der Kübel noch verletzt ist. Aber laut PK war das halt, dass der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Der wird vielleicht nicht gegen Werder spielen, dass sie da vielleicht einen Ersatztorwart spielen. Aber die spielen ja danach wieder international. Dann soll er wieder auf jeden Fall dabei sein. So, der Kane, das ist quasi der Kapitän. Das ist das Zeichen für Kapitän hier, ne? Dann haben die hier noch angegeben den Pohlmann, der ist verletzt, und den Felix Nimcia. Aber laut Trainer sind die alle wieder fit, die sind alle wieder im Training. Kann sein, je nachdem wie das Spiel läuft, werden die wahrscheinlich geschont werden, weil sie international spielen. Das kann, Ja. wäre das so ein bisschen die Hoffnung sein, dass die so auf die internationale Kiste gucken, dass die nicht von Beginn an mit voller Power spielen werden. Also, dass die Werder einfach unterschätzen. Das kann unsere einzige Hoffnung sein. Wenn Werder die jetzt einfach ein bisschen überrumpelt, wie sie es damals mit Leipzig gemacht haben, dann sehe ich hier auch einen Sieg. Ja. Weil ich glaube nicht wirklich, dass der Trainer, so wie der sich gegeben hat in der PK, na gut, das kannst du immer nicht sagen, aber vom Gefühl her, wie in der Hinrunde, sich überhaupt nicht mit dem Gegner beschäftigt, genauso wie Leipzig das nicht gemacht hat, weil die gesagt haben, die spielen immer gleich. Und dann kannst du die echt überrumpeln. Da musst du aber mal zusehen, dass du was anderes machst. Hier der Haller, der Sebastian Haller, ist hier auch noch verletzt angegeben, aber wie gesagt, die sollen alle wieder im Mannschaftstraining sein. Füllkrug, der zündet ja wohl mal richtig. Der ist ja richtig angekommen. Mal hat noch sein Marktwert gesteigert, das ist bei 13 Millionen. Ja. Der hat Länderspiele gemacht. 13 Länderspiele, 10 Tore. Hast du das gewusst? Nein, habe ich nicht. Das ist auch krass, oder? Ja, richtig gut. Ja. Hast du gewusst, dass dein Geburtsort Hannover ist? Siehst du, wir haben die Spieler lange Zeit bei uns gehabt und wir wussten das gar nicht. Ich habe auch gedacht, der ist in Bremen geboren. So, der ist jetzt schon nach 24 Spielbeteiligungen, und die machen ja mehr Spiele durch Champions League und DFB-Pokal und sowas, hat er jetzt 11 Tore geschossen. Wow. 8 Vorlagen. Nicht gefoult, nicht gerubbt, kein nix. Also Füllkrug, der nicht meckert. Also der für Meckern nicht gelb gekriegt hat. Das ist gut. Das ist richtig gut. Weißt du Ja. noch, ein Jahr zweite Liga, die Doku, wo die gesehen haben, wo er den ganzen Tisch weggetreten hat, weil die Mannschaft nicht, braucht er da vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Oder da gibt es andere, die, das ist auch ein Zielspiel, was ich dir gesagt habe. Und die suchen so einen Füllkrug-Ersatz. Und ich weiß ja nicht, ob sie vom Boré-Transfer noch wenigstens ein bisschen Kohle gekriegt haben. Ob Doch, ich sie meine schon. die, ja, die suchen in der Art wie Füllkrug so Nachfolger. So, und wenn Dutschi auch noch gehen sollte, und ich denke, dass das so ist, und der hat einen Marktwert von 9 Millionen, und wenn der Markt recht bezahlt wird, dann haben sie 9, dann packen sie noch die Transfer drauf, was sie von Boré vielleicht noch gekriegt haben. Und vielleicht können sie noch Salzburg 1, 2 Euro runterhandeln. Ja. Oder die sagen, pass mal auf, wir verpflichten den jetzt für 5 oder für 6. Und wenn wir nächstes Jahr erfolgreich sind, oder sagen wir mal in den nächsten 4 Jahren, dann kriegt ihr nochmal anteilig was ab. Oder ihr kriegt halt was ab, wenn wir ihn weiterverkaufen. Das wird ja auch mal ganz gerne gemacht. Dass die Summe am Anfang gar nicht so hoch ist, sondern dass sie dann richtig Kohle kriegen, oder vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle kriegen, wenn wir den weiterverkaufen oder wenn wir erfolgreich spielen. Ich glaube, das war auch so eine
das Cloud drin. Ich meine, auch bei Füguk war das so, dass wir da noch Kohle kriegen. Aber die werden ja leider nicht Meister, sonst würden wir wahrscheinlich richtig absahen. Ich sehe, da steht das nämlich schon. Ha! Da habe ich es wieder gefunden. Offen. Mache mir natürlich Gedanken, vermisst Füllkrug. Oh. So. Du hast ihn richtig in sein Herz geschlossen, ne? Ja. Die Werbung nicht weg. Okay, du hast keinen Werbeblocker drauf, mein Hase. Wir machen schon wieder Schleichwerbung. Marvin Dusch hat trotz seiner Verlängerung bis 2026 im vergangenen Sommer seine Zukunft bei Werder Bremen offen gelassen. Ein vorzeitiger Abschied sei immer möglich. Diese Situation gibt es doch in jedem Transferfenster. Im Fußball kann man das doch nie ganz ausschließen. Und natürlich mache ich mir meine Gedanken. Was ist für mich am besten? Wo sehe ich die besten Chancen, immer zu spielen? Welche Ambitionen hat der Verein? Kann man sie noch erreichen? Kann man selbst noch irgendwas Höheres erreichen? Sagte der 29-Jährige der Sportbild. So, und der hatte ja Geburtstag, der ist ja jetzt Genau, 30. So. 30 ist er. So, und bei Werder sollte das auch so ein bisschen so eine magische Grenze sein, sage ich jetzt mal so. Je nachdem, wie gut der Spieler natürlich auch ist. Aber wir wollen Spieler günstig kaufen, die entwickeln und weiterverkaufen. Und man muss irgendwann so sagen, sonst hast du nachher wieder so einen Groß da sitzen, der dann 35 ist, aber du kriegst keine müde Mark mehr dafür. Wir müssen Spieler auch irgendwann schweren Herzens verkaufen. Der Ja. Verein braucht Geld. So. Das wird, glaube ich, im Sommer passieren, Hase. Da kannst du dich von verabschieden. Musst den Verein wechseln, musst du hier Dortmund-Fan werden oder so. Nein, das mache ich Ich hatte mal einen nicht. Kumpel, der ist, müssen wir noch Zeit mal gucken, was haben wir denn noch? Läuft da gar nicht die Zeit mit? Ach, haben wir nicht eingestellt, ist doof. Ich hatte mal so einen Kumpel, der ist hier Formel-1-Fan. Und der war Ja. stur, war der Michael Schumacher-Fan. So, und der hat ja auch mal wie nennt man das denn, den Sportstall da gewechselt. So, dann hat er komplett die ganzen Klamotten, der hatte sehr, sehr viel von gehabt. Komplett alles so, wie es ist, in die Tonne und neu gekauft. Achi. Das heißt, der war von Gesundheit. dem Autostall gar nicht der Fan, sondern nur von diesen Menschen. So, und ich habe ihn heute mal gefragt, weil wir wissen ja alle, dass Schicksal Michael Schumacher ist. Und der war damals total ja autofixiert und der ist auch in diesem Beruf tätig, der ist Kfz-Meister zum Beispiel. Schöne Grüße gehen an Jens. Ich habe ihn mal irgendwann gefragt, ich meine, ist ja so zwangsläufig, dass der ja mal irgendwann, auch wenn der jetzt nicht krank geworden wäre, beziehungsweise verletzt gewesen wäre, wäre der mal aus Altersgründen ja auch, hätte er mal aufgehört. Ja. Also wie jeder andere Sportler auch. So, was machst du denn? Dann hätte er gesagt, dann gucke ich mir den Sport nicht mehr an. Krass, ne? Okay, ja. Wäre quasi so, dass wenn jetzt Marvin Dutsch jetzt mal sein Karriereende machen würde, würde er dein Lieblingsspieler sein, dann würdest du keinen Fußball mehr gucken. Doch. Ja, du schon, aber der würde sagen, nö, mach ich nicht. Krass, ne? Also dann anstatt zu sagen, okay, dann geht der in Rente halt, ist ein toller Mann, dann kommt er vielleicht mal als Reporter oder irgendwas zurück, sage ich jetzt mal so, und dann muss man sich halt einen neuen suchen, weil wir haben ja ein Team. Bei Ja. uns hören die Spieler zwangsläufig immer auf, werden verkauft oder sind irgendwann weg, ist ja logisch. So, aber wir haben ja ein Team. Das heißt, es kommen ja neue. Ja. So wie ich mit Martellini, der wird ja auch mal irgendwann wieder gehen. Dann würde ich ihn vielleicht weiterverfolgen, wenn er woanders spielt. Klar, ist logisch. Aber dann wird sich irgendwie ein neuer Spieler herauskristallisieren. Genau. Genau. Birkules, sagt dir da der Name nochmal was? Das Nein. Thema müssen wir noch ansprechen. Ja, der ist ja nach England ausgeliehen, hatten ja Kaufoptionen und alles. Und wenn er da gezündet hätte wie ein Turbo, hätten sie den auch genommen. Und am Anfang der Saison sah das ja so aus, dass sie den ja wirklich haben wollen. Da haben wir ja schon bald gefeiert. Der kommt zurück. Der Okay. spielt da nicht mehr. Der steht im Sommer wieder bei uns auf dem Hof. Okay. Und dann fängt dasselbe Theater im Grün wieder an. Ja. So, und von sowas muss ich Werder jetzt trennen. Das sind alles noch so Frank-Baumann-Sachen, wo Fritz denn wirklich da kann man dann wirklich sehen, ob der wirklich ein guter Manager ist. Da kannst du dann wirklich sehen, ob sich davon trennen kann, wie er sich davon trennt, wie viel Kohle wir da noch mitnehmen, wie das ausgeht und was er mit den Kohlen denn macht. Das Ja. ist dann wirklich Clemens Fritz, sage ich jetzt mal, wie er dann lebt und lebt. Und dann kann man das auch erst richtig bewerten. Weil das ist noch alles Frank Baumann gewesen. Und auch diese Aktion, ich schicke ihn nach England. Ja. Ganz ehrlich, die hätten wir verticken müssen. Mal gucken, was passiert, ne? Ja.
Ist aber, der hat einen 9-Millionen-Marktwert-Hase, der ist 30. Selbst wenn er jetzt Nationalspieler ist und im Feld wirklich bei der Europameisterschaft, die im Sommer ja ist, mit. Das wird hier aber nicht plus minus viel mehr werden. Lass ihn da vielleicht nochmal 1 Million draufpacken oder zwei. So, dann ist der 30. Dann wärst du so roundabout vielleicht 10 Millionen, vielleicht plus ein bisschen X kriegen für den Spieler. So. Dann ist die Frage, das andere soll ein Talent sein von den Jans. Der ist ja unser Scout und Wella scheint den ja auch ordentlich zu vertrauen, ob man den denn holt. Also quasi, den man da jetzt an Transfer angedacht hat. Die Frage, ob Werder wirklich für einen Spieler 10 Millionen ausgibt. Keine Ahnung. Also, das ist die Frage, ja. Der Stürmer war zuletzt unter anderem mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht worden, also Dusche jetzt, betonte allerdings auch, sich weiterhin in Bremen wohlzufühlen. Ich habe mich vergangenen Sommer aber bewusst für Werder entschieden und meinen Vertrag vorzeitig verlängert, weil ich in Bremen sehr glücklich bin. Daran hat sich seitdem auch nichts geändert, so Dutsch, der trotz 9 Saisontoren zuletzt wegen seiner Spielweise und den Umgang mit den Mitspielern auf dem Platz wiederholt in der Kritik stand. Ne? Haben wir drüber gesprochen. Ja. Er hatte damals jeden Tag schlechte Laune. Das hast du auch richtig gemerkt. Oh, kennst du den Spieler noch, Hase? Ja. Ja, wie ist das denn? Kann ich schlecht zuhalten. Claudio Pizarro. Ja, wir können ablesen, ne? Hätte ich dir gerne mal zugehalten. Das war der ein Jung, ne? Ganz schön jung. Das ist genauso ein Spaß-Kasper hier wie Martellini. Ich glaube, wenn die beiden zusammen ausgehen, ey, dann bebt die ganze Stadt. Ja. Stand Februar 2024. Manchmal sieht es so aus, dass ich in 18 Minuten nicht im Spiel bin. Was ich sage, der ist unsichtbar. Und Du bist gleich auch unsichtbar. dann schlägt er zu. Ne? So. Doch dann brauche ich nur die eine Situation, um erfolgreich zu sein. Das zeichnet ein Stück weit mein Spiel aus. Aber ich arbeite daran, mich zu verbessern. Das hat er schon in Hannover mal so gehabt. Das haben die Fans in Hannover schon immer kritisiert an Dutschi. Das war einer der Gründe, dass wir ihn damals gekriegt haben. Auch was meine Körpersprache betrifft, erklärte Dutsch. Das war schon früher mein Problem, habe ich gerade darüber gesprochen, dass ich hab und an und zu schnell den Kopf hängen lasse. Doch ich werde alles tun, um die Mannschaft als Führungsspieler noch mehr zu helfen. Ich freue mich darüber, den jungen Spielern helfen zu können. Das muss er auch. Er muss jetzt mit 30 als Führungsspieler vorangehen. Die anderen Spieler sind alle jünger wie er, ne? Ja. Dutsch vermisst Füllkrug als Sturmpartner bei Werder Bremen. Das sage ich ja, die haben damals zusammengepasst. Die konnten sich damals anschreien oder irgendwas und dann war die Sache geritzt. Wenn man jetzt ein Jahr zweite Liga gesehen hat, also die haben sich ja auch nicht immer zu 100%. Das hat Füllkrug gesagt, aber wenn ich ihn nicht so stark mögen würde und er mich, könnte ich gar nicht so offen ihn anschreien. Ja. Und Füllkrug mochte das immer. Was hat er in einem Interview mal gesagt gehabt? Okay, was ich jetzt hier auf dem Platz denke, das gehört jetzt hier nicht hin, aber in der Pause muss ich ihm mal meine Meinung sagen. Weißt du das noch, wo er das sagte? Lutsch vermisst Füllkrug als Sturmpartner bei Werder Bremen. Nach 20 Torbeteiligungen in den letzten Saison bringt es Lutsch nach 23 Spieltagen auf 14 Scorer. Dabei vermisst er immer seinen kontinuierlichen Ex-Sturmpartner Füllkrug. 31 Jahre, sieht jetzt auch schon 31. Der im vergangenen Sommer zum BVB gewechselt war. Bei Niklas Füllkrug wusste ich stets, was ich bekomme. Siehst du? Die haben sich ausgesprochen, die beiden. Das sind eigentlich Kumpels. Füllkrug sagte, die haben heute noch Kontakt und fast eigentlich täglich. Wir waren eingespielt. Es ist schwierig, wenn dann eine andere Situation entsteht. Du, das wusste aber jeder. Also, wo Füllkrug abgehauen ist, Ja. wusste das jeder. Und auch Dutschi wusste, worauf er sich einlässt. Er hat ja komischerweise vorher den Vertrag noch verlängert bei Werder und Füllkrug ist abgehauen. Ja. Ja, dann hätte er so ehrlich sein müssen und sagte, ich warte, bis Füllkrug sich entschieden hat und dann entscheide ich mich auch. Wäre eigentlich, naja, egal. Es ist schwierig, dann eine andere Situation entstehen, wie nach seinem Wechsel, so Dutsch. Ich habe am Anfang mit verschiedenen Stürmern vorne gespielt. Das ist keine Kritik, aber für mich war es eine Umstellung, weil jeder als Spielertyp anders ist. Doch wir alle haben den Verlust vorher hervorragend kompensiert. Die hässlichen Vögel. Gemeinsame Spiele von Dutsch und Füllkrug. Gemeinsame Auftritte kann es nur beim DFB-Pokal
Team aktuell geben. Bei den Testspielen gegen die Türkei 2-3 und Österreich 0-2 erzielt Ducci vom Bundestrainer Nagelsmann seine ersten Kurzeinsätze. Wenn du es einmal geschafft hast, in den Kreis zur Nationalmannschaft zu kommen, dann willst du natürlich auch bei der Heim-WM dabei sein. Jetzt liegt es an mir, daran zu bleiben. Je älter ich werde, umso erfahrener und gereifter werde ich, betonte Deutsch, der sich bei Werder Bremen einer starken Rückrunde empfehlen will. Nur Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen holte mehr Punkte als die Grün-Weißen. Das ist auch eine gute Nachricht. Ja. Ja, also das ist eigentlich unser Vorbericht. Mehr kann man da eigentlich nicht so sagen. Dortmund kommt mit vollem Gepäck. Ja. Da können wir volle Stoßkraft erwarten. Da können wir nur darauf hoffen, dass sie wegen der Champions League-Kisten die erste Halbzeit erstmal vielleicht die Leute spielen lassen, die mehr auf der Bank gesessen haben. Aber auch das heißt nichts. Das ist wie bei Bayern München. Wenn die zweite Garde da vielleicht spielt, hat Werder auch schlechte Karten. Muss man gucken. Wenn wir das Spielsystem ein bisschen abändern, dass wir ein bisschen anders spielen und nicht in diesen 3-5-2, sondern vielleicht so, wie wir gegen Leipzig gespielt haben und die überrumpeln, weil wir sind meiner Meinung nach überhaupt nicht darauf vorbereitet, wenn wir das anders machen, Ja. dann haben wir eine Chance. Problem wird dann höchstens sein, wenn die das erkennen, dann haben die die ganze Halbzeit Zeit, das umzustellen und dann können die auch noch anders einwechseln und dann haben wir in der zweiten Halbzeit das Problem. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass es wirklich, wenn wir das schaffen sollten, defensiv hinten stabil zu bleiben in der ersten Halbzeit, dass es wirklich 1:0 steht für Werder Bremen in der ersten Halbzeit. Hoffen wir mal, ne? Ja, und dann kommt Dortmund nämlich in der zweiten, Nein. weil die dann nämlich erkennen, wie doof die waren. Dann machen wir zu. Pfeifen wir nach der ersten Halbzeit ab. Also du hast jetzt ein 2-1 für Werder getippt. Ja. Ich tippe ein 1-1. Gut. Für ein Leben schreibe ich drunter. Wissen wir noch nicht. Nee. Dann sage ich jetzt, wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und du bist in Zukunft, was versprichst du uns jetzt? Mir in die Hand. Viel motivierter, wenn wir hier sitzen und nicht so am Rumdöseln. Sorry, ich bin seit 5 Uhr wach. Ja, das ist keine Entschuldigung, Jessica. Das ist jetzt gerade mal 10:43 Uhr. Wir sind hier nicht abends 20 Uhr. Ja, ist ja gut. Ja, hier, versprechen die Leuten das. Liebe dich. Dich auch. So, machen wir einmal so. Theoretisch. Jetzt gar nicht. Warum kommt das nicht? Kommt gar nicht. Mein Hase. Ja. Ach, da kommt das jetzt, weil die anders eingestellt. So, ich sage jetzt Tschüss und dann.